Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die Old Boy in der Alpha 17 Bertha 208. Ich bin auf dem Weg zurück und zwar zu meiner Basis, die ich am Anfang in der Wüste in Beschlag genommen habe. Da kommt auch schon ein Zombie, der zappelt und mir brennt der Kittel. Mir ist richtig heiß. Ja, ich bin auf dem Weg zurück in die alte Basis, weil ich mir einen Kochtopf holen will und da nicht Lust habe, die ganze Zeit das als Mantra vor mir herzuschieben. Hier machen wir natürlich auf. Ich hoffe, ich kriege gleich nicht in den Rücken geschlagen. Oh, Pfeile. Nice. Wieso ist das eigentlich noch alles nicht... Da ist er. Wieso ist alles nicht gelootet, wollte ich gerade sagen. Bin ich gerade falsch abgebogen? Oh ja, ich hätte da vorne rechts gemusst. Ich dachte gerade, warum ist der ganze Kram nicht gelootet? Passing gas. Naja gut, dann laufen wir halt wieder rüber. Vor lauter Labern den Weg aus den Augen verloren. Ja, was kam noch? In den Kommentaren kam sich in einem... Ich glaube, ich gehe mal kurz abkühlen. In so einem Dungeon-Haus da niederzulassen, ist ein bisschen schwierig. Die würden nämlich... Die Zombies würden einem nämlich auch relativ leicht die Hütte zerlegen in der Horde-Nacht. Das kann durchaus auch in der ersten Horde-Nacht passieren, dass es da richtig abgeht. Deswegen werde ich das verwerfen, diese Idee, mich da auf diesem Hausdach niederzulassen. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich schon einen Großteil der Materialien da hochgeschafft habe. Aber ja, suchen wir uns halt was anderes, ne? Muss ja aus der Wüste raus, das ist nichts. Ich habe mir überlegt, also einmal will ich in einem Krankenhaus gucken, wie es da aussieht, was in dem Krankenhaus so zu sehen ist und dass ich es mal unter Tage versuche. Wenn die Zombies wirklich so aggressiv sind und zerlegen so ein komplettes Gebäude, dann ist es, glaube ich, besser, wenn ich mich irgendwie versuche einzubuddeln für die Horde-Nacht. Man kann sich ja dann einen kleinen Turm bauen oder eine Empore, wo man dann hingehen kann, um dann die Zombies zu bekämpfen, weil nur in der Nacht abwarten, dass einen die Zombies nicht erschlagen, ist jetzt auch ein bisschen lame. Von daher machen wir das wahrscheinlich so. Ich will mir überhaupt das Krankenhaus mal angucken. Wir sind ja schon an Tag 6, das heißt, morgen kommt ja schon die erste Horde. Das könnte natürlich interessant werden, weil ich hier überhaupt nichts geschafft habe in der Zeit. Dann war es so, als ich hier runtergelaufen bin, Richtung alter Basis, bin ich in den Boden geglitscht. Da kam das auch schon in den Kommentaren, dass das anscheinend daran liegt, dass der Map-Generator verändert worden ist. Jetzt bin ich ja hier auf Neviscane und finde es jetzt sehr merkwürdig, dass ich da trotzdem in den Boden geglitscht bin. Also entweder liegt es daran, dass dieser Spielstand aus der ersten Version von 7 Days oder Alpha 17 stammt, weil ich habe da ja nicht neu angefangen oder sowas in der Art. Und das könnte natürlich dann sein, dass das damit zusammenhängt. So, boah, ist mir warm, ey. So, Home Sweet Home. Kochtopf. Du geliebter Kochtopf. Den Stein nehme ich mit. Das verhindert nämlich den Zombie-Spawn, kam ganz oft. Wir hauen uns hier mal was... ein bisschen Vitamine rein. Oder haben wir da sogar noch Eier, die hauen wir uns rein. Stundenlang im Feuer rumgegammelt und Minas zieht sich hier die Eier rein. Wasser haben wir nicht zufällig. Pistolen halte ich für Quatsch. Gott, ey. Die Yucca Aloha-Sachen nehme ich auf jeden Fall mit. Brass, soweit komme ich noch lange nicht. Eventuell die beiden Waffen. Ja, so muss das erstmal reichen. So, Kochtopf ist mein Hauptaugen... Warum bin ich auf einmal so schnell? Ah! Durch die... Ich glaube, durch die... Ist ja geil. Alter, schnellste Maus von Mexiko. Speedy Gonzales. Arriba, arriba. Andale, andale. Kennt ihr das noch? Ah, oh, hab ich das geliebt. Speedy, speedy, wo? Die schnellste Maus von Mexiko. Oder in so einer Art ging das. Ich weiß nicht, ich singe jetzt hier lieber nicht. Es war keiner da, der mich daran hindern kann. Aber... Wir lassen es trotzdem. Wird ja festgehalten in Bild und Ton. Will ja keiner. Das ist ja echt cool. Das nutze ich natürlich aus. Bin ich ja super schnell zu Hause. Boah, ob man die Pillen später selber drehen kann? Irgendwie an der Chemie-Workstation? Da bist du ja im Ruckzuck hier. Einmal Wüste und zurück. Solange ich noch rennen kann, nutze ich das aus. Ja, ich bin durch die Welt geglitscht. Da war ich. Blöd. Ich hoffe jetzt nicht, dass das sich irgendwie vermehrt darstellt.
Und dass wir Tag 6 schon haben und ich immer noch keine richtige Basis habe, ist auch richtig doof. Aber das heißt, wir müssen jetzt Gas geben und Bäume fällen. Und ja, mal gucken, ob wir uns irgendwie in die Erde buddeln oder halt oberirdisch irgendwie was finden. Das Krankenhaus ist immer noch eine Option. Da kam auch, das wäre ganz gut. Oh nein, die Pillen haben nachgelassen, es war gerade so schön schnell. Da kamen die Kommentare, dass das, jemand hatte geschrieben, hat sich im Krankenhaus niedergelassen, das wäre ziemlich gut zum Absichern. Man ist aus Stein, also prinzipiell dürfte dieses Krankenhaus eine recht gute Stabilität haben. Was ich mal machen will, ist in den Keller gehen und mal schauen, ob da irgendwas ist, wo ich mich verbarrikadieren kann. Dann habe ich noch ganz viele Sachen irgendwie rumliegen lassen, in den verschiedenen Punkten, wo ich war. Ich hatte ja mal eine AK, die müsste sich noch irgendwo auf der Tanke befinden oder Werkstatt hieß es. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr. Das ist echt der Hammer. Ich habe das jetzt, dadurch, dass ich an so vielen verschiedenen Tagen aufnehme, habe ich da relativ lange ja, Zeitpunkte dazwischen, indem ich wieder neu aufnehme. Also teilweise habe ich nur zwei Folgen gemacht. Ich habe mal nur eine Folge gemacht. Ich glaube, die Samstagsfolge, die war nur auf einer. Und teilweise auch mit Ablenkung. Das hat mich so ein bisschen geärgert, weil ich das Gefühl hatte, dass ich mit Konzentration die ersten Folgen angegangen bin und dann dazwischendurch habe ich mal so blind auf der Suche nach dem Kochtopf, habe ich versucht, irgendwie da durchzukommen. Und ja, ein bisschen blöd. Grundlegend muss ich sagen, ob ich mich durch ein Dungeon-Haus durchschlage oder den Weg nehme, den der Entwickler vorgesehen hat, das müsst ihr mir überlassen. Also da finde ich es auch immer schade, dass Leute so emotional sind. Du hast das vergessen. Warum rennst du da so durch? Warum machst du das und wie? Und warum spielst du nicht, wie ich es will? So kommt es dann bei mir an. Ja, das ist irgendwie, finde ich, massiv schade, weil ich spiele ja so, wie mir die Schnauze gewachsen ist. Quatsch, ich rede, wie die Schnauze mir gewachsen ist und ich spiele so, wie ich mir denke, wie ich jetzt als nächstes vorgehe. Natürlich nutze ich schon den einen oder anderen Tipp von euch. Aber ihr müsst mir schon überlassen, wie ich durch die Häuser gehe oder wie ich Sachen sammle, was ich crafte, was ich skille. Ich versuche das natürlich immer so ein bisschen mitzunehmen, wenn ihr da irgendwas schreibt, was Sinn macht. Und ich stelle ja auch Fragen, das mit den Schlössern, ja, zum Beispiel, wie kann ich den Skill ausbauen? Das wurde mehrfach beantwortet und auch vielen Dank an dieser Stelle dafür. Aber ob ich hier durch so ein Dungeon-Haus durchrushe oder ob ich mich quer drüber schlage mit Holzblöcken nach oben baue, ja. Ein bisschen mehr Ruhe würde ich mir wünschen. Ein bisschen mehr Gelassenheit. Das wäre schön. So, Kochtopf. Hey, wir haben einen Kochtopf. Wir können Landclaim-Log setzen. Ich glaube, den werde ich jetzt auch mal hier um die Dings setzen, dass hier zumindest hier drum der Spawn nicht mehr ist. Wisst ihr was? Ich setze den jetzt hier über die Tür. So. E wie Exit. Dann die Decke. So. So. In der Hoffnung, dass jetzt hier in dem Eingangsbereich keine Zombies spawnen. Kochtopf. Hey, ich hab einen Kochtopf. Ich glaub's ja nicht. Ein Kochtopf. Wo habe ich die Getränke hin? Habe ich die oben auf dem Dach? Die habe ich oben auf dem Dach, ne? Wie sieht's denn so allgemein aus? Allgemein aus. Ach, ich bin eigentlich satt und so weiter. Deswegen würde ich jetzt mal alles hier reinpacken. Hier wollte ich mir eben ein paar Getränke basteln. Pfeile, 216, 221 Federn. Ich besorge mir jetzt erstmal, die verwenden wir. Ich mache mir noch eine neue. Medizin, Bandage. Und ich könnte mir aus der Aloe Vera, könnte ich mir auch Heilbandagen machen, ne? Das hatte auch jemand am Anfang in den Kommentaren geschrieben, warum ich das nicht mache, warum baue ich keine Spikes. So viele Möglichkeiten, ich denke einfach auch nicht mehr dran, muss ich sagen. So, Honig brauchen wir nicht. Die Bandagen nehmen wir mit, falls wir wirklich das Bluten anfangen. Die Ranch brauche ich jetzt erstmal nicht wirklich. Die würde ich gerne reparieren, kann ich aber nicht. Brauche ich das Crab Iron? Weiß ich gar nicht. Egal, ich hau mich mit der Axt durch. Ich muss mir ein paar Steine besorgen. Oh, so, und den Rest craften wir durch, gell? Ich könnte jetzt oben noch aufs Hausdach dort den restlichen Kram zu trinken und so weiter holen, aber nee. Ich gehe jetzt hier in das Gebäude rein. Habe ich eigentlich noch Skillpunkte? Einen habe ich noch. So, Level 20 muss ich werden, um die Forge zu kriegen. Boom Headshot, hier bin ich schon auf Level 2. Allerdings muss ich hier Perception Level 5 sein und Perception Level 5 ist auch Level 30. Also Boom Headshot bin ich schon echt durch.
Was war denn noch der Lack? Irgendwas mit Looten. Nicht Packmule. Den würde ich gern auch noch hochskillen. Lucky Looter oder sowas war das, ne? Und so eine Brille müsste ich finden. Das habe ich mir auch noch gemerkt. Wo ist denn der Lucky Looter? Self-medicated. So, das ist Cardio. Lucky Looter, hier, der. War das der Lucky Looter? Jetzt bin ich gerade ein bisschen unsicher. Hm. Looting Tempest schon faster. Hm. Ah, warte mal, das ziehe ich nicht durch. Das lese ich lieber nochmal nach, bevor ich jetzt den einen Skillpunkt da weghaue. Aber ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Kram, um mir neue Pfeile zu machen. So, ich würde sagen, einen Baum nehmen wir noch, dann holen wir noch ein paar Ressourcensteine. Ist gut, beruhige dich. Ein bisschen warten, können wir ein paar Steinchen sammeln. Das zieht ja keine Ausdauer. Da würde ich mir so eine Mod wünschen, dass man sich so eine Steinpickaxe macht. Das fand ich bei diesen anderen Modpacks richtig gut. Das Ding ist kaputt. Na komm, einen Baum nehmen wir noch mit. Wie viel Holz haben wir denn jetzt? 214. Ich würde mir schon ganz gerne noch ein paar Pfeile machen. Dann hauen wir den einen Baum noch um, dann gehen wir hier durchs Krankenhaus durch. Freue ich mich schon irgendwie drauf. Und ich habe einen Kochtopf. Hey, hätte ich dir mal mitgenommen. Aber es hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben, ich glaube, wenn ich jetzt den Kochtopf mitgenommen hätte, hätte ich wahrscheinlich 6 Stück hier in der Stadt gefunden. Das wäre auch recht wahrscheinlich gewesen. Ist ja immer so. Murphys Gesetz sagt... Finde den Kochtopf, suche den Kochtopf und du wirst keinen finden. Und auf der anderen Seite hätte ich dann wahrscheinlich 5 gescrapped oder so. So. Ressourcensteine. Da vorne ist einer. Diese Pillen fand ich ja cool. Die Speedy Gonzales Pillen. So, ein bisschen beruhigen. Garage. Erinnere mich bitte daran, dass ich in die Tiefgarage wollte. Muss mich jetzt selbst erinnern. Ihr könnt ja nicht. Bin ja nicht im Live-LP. So, 51. Da können wir schon mal 51 machen. Ich meine, allzu viele Federn brauche ich auch nicht. Ah, Weapon Repair Kit, genau. Das gucken wir mal, das, bevor ich das vergesse. Weapon. Nee, das heißt nur Repair Kit, gell? Das hieß ja früher Repair Kit. Repair Kit. Ja, Forged Iron. Okay, Forged Iron ist das Thema, was wir finden müssen. Vielleicht haben wir irgendwo. Hatte ich schon Forged Iron gefunden? Kann mich nicht dran erinnern. Und es kamen auch Kommentare, wo sich eine Forge auf der Map befindet. In 800 mal 1200 irgendwas. Könnte ich drüber nachdenken, dass ich mir auf einer Map raussuche, wo sich die Forge befindet, aber weiß ich nicht. So. Gibt mir so ein bisschen die Immersion flöten, dass ich das hier entdecke irgendwie. Aber ich bin ich echt unsicher. Was heißt Immersion? Muss ich hier eine Immersion haben, eine Stunde lang hier rumzumachen? Ich meine, im Random Gen Terror würde ich wahrscheinlich schneller eine Forge finden. Na, mal gucken. Weiß noch nicht. Kommen wir hier rein. Wir probieren es mal. Wie viel ist das hier? 7000. Ja, ist, ja. Fast. Fast. Wie geht's denn? Ah, das ist offen. Wood Frame. Nee, wir machen das anders. Doch, Wood Frame brauchen wir auch. Machen wir auch mal 10. Ich wollte noch eine Leiter. Mache ich nämlich direkt in einen Ausgang. Dann machen wir nämlich hier direkt einen Aufgang. Ups, okay.
Wird auch direkt aktiv, nachdem sie mich gesehen hat. Dann haben die Leute geschrieben, sie schleichen durch die Häuser. Das ist ja auch, ich kann mich erinnern, als ich mit Raubling mal gespielt habe, Seven Days to Die. Die hat auch gesagt, Minias, schleichen. Habe ich auch ein bisschen, ja, nicht unterschätzt oder sagen wir ein bisschen außer Acht gelassen, dass man eigentlich hätte schleichen können. So, jetzt habe ich einen Rückweg gesichert. Und Zombies springen zwei Felder weit. Das ist auch so eine Sache. Da habe ich ja das Haus abgesichert mit den beiden Klappen. Das hätte auch gut schief gehen können. Schon tot? Okay. Alles klar. Oh. Oh, es geht ja richtig ab. Oh, gelber Lootsack. Eine Schatzkarte. Ich habe jetzt keinen Bock auf Schatzsuche. Das ist der Innenhof. Da steht jemand. Ah, okay. So, ich gehe aber, glaube ich, mal ins Freie. Die stehen mehrere. Die haben die Schwester mal Pause gemacht, bevor die Apokalypse kam. Ach, der Bogen ist echt nice. So ein bisschen Stahl finden wäre jetzt echt super. Dann würde ich mir ein Weapon Repair Kit machen und den Zweierbogen wieder reparieren. Oh. Oh. Da hat was mit der Kollision nicht so ganz gestimmt. Schon tot? Ruhig? Okay. Naja, die XP nehme ich mit, ne? Ist hier was drin? Nö. Da tapst irgendetwas. Die Taschenlampen zeigen ja normalerweise den Weg durch den Dungeon, ne? Hat jemand gesagt. Das war ja die Geschichte mit dem, warum machst du das so, warum machst du das... Was ist denn das da oben? Eine rote... Okay. Guck mal, ob ich hier durchkomme. Also ich komme mit Sicherheit durch, aber ob das Sinn macht. Wenn die Taschenlampe hier raus zeigt, die Frage ist... Wo wollte mich das Spiel hinleiten? Vielleicht hätte ich doch durch den Vordereingang gehen sollen. Ich wollte ja gucken, was im Keller ist, ne? Ich war ja schon mal unten im Keller. Aber in der Pathologie waren sie wieder aufgewacht. Was ich auch irgendwie cool gefunden hätte, wäre, wenn die Entwickler dahingehend das hingebracht hätten, wie es in manchen Mods ist. Dass man Türen ab einem gewissen Punkt, dass sie dann offen sind. Also gerade wenn hier so die Hälfte fehlt. Wo schlägt der denn dagegen? Da oben? Keine Ahnung. Da ging auf jeden Fall gerade eine Tür zu Bruch. Wo ist denn der? Nicht, dass ich jetzt hier den Rücken gefallen bekomme. Die sterben aber doch echt zügig. Da ist kein Pfeil mehr für mich. Da ist offen. Aufwachen. Zwei Pfeile mittlerweile. Der Skill hat sich gelohnt. Oh, hier ist die Decke eingekracht. Ein Magazin. Kann ich was lernen? Paint-Menü, ja. Aber ich kann anmalen, ich bin begeistert. Das sind wichtige Dinge. Ach genau, Bilder soll ich zerschlagen. Habe ich mir auch gemerkt. Dann habe ich jetzt hier ein... Hallo, guten Tag. Einen Loot-Container zerschlagen. Kann das sein? Hallo? Hallo?
Sehr gut. Da ist auf jeden Fall zerstört. Da ist auch ein Tresor. Da habe ich jetzt keinen Bock, das Ding aufzupinseln. So, ich will in den Keller. Da muss ich mal in den vorderen Bereich. Wir machen erstmal die Zombies hier weg. Ich will den vorderen Bereich, da ging es nämlich eine Stufe nach unten. Da hatte ich ja schon mal ein paar Zombies erlegt, die mir entgegengekommen sind. Ich habe doch schon wieder einen Loot-Container zerstört. Ja, ich habe auch eben einen Loot-Container zerstört. Chill. Ich hoffe, dass, wenn ich so einen Loot-Container zerstöre und was drin gewesen wäre, dass ich das Material auch bekommen hätte. Komm. Ne, ist nicht der Eingangsbereich. Das ist nicht der Eingangsbereich. Ich muss ein bisschen vorsichtiger schlagen. So, lege er sich hin. Ganze Leder könnte ich gut mitnehmen. Komm ich an die Kasse? Ne, die ist schon offen. Schon tot. Mann, die sind aber auch instabil. Ein Pfeil hat sie mir auch nicht übrig gelassen. Geht's hier lang? Jo. Sieht ja cool aus. Das sieht ja richtig cool aus. Blechbüchsen. Noch eine Blechbüchse. Zombie. Hinterm Vorhang. Nö. Wie immer, die Pistole in der Toilette, das hat sich auch schon eingebürgert. Deckenplatten, ist das wirklich ein Loch da oben? Weiß man nicht. Das sieht ja geil aus, oder? Also ich finde, das hat was. So. Ach ja, das war auch noch. Minja, du machst zu viel Screenshots. Genau, bitte. Ey, guck meinen Kanal. Also, das wisst ihr doch mittlerweile. Ein Screenshot, der 3 Sekunden dauert. Du hast jetzt 5 Sekunden Screenshot gemacht. Und wenn ich 10 Minuten da stehe, Mann, Leute. Sorry, dass ich mich gerade so aufrege, aber wenn ich immer sowas lese, das nervt so maximal. Weil ich mir immer denke, nee, ist doch, ich spiele doch, lass mich doch. Jetzt gehen wir hier hoch, würde ich sagen. Seid aber gut mit dem Geweine. Sonst regt sich wieder wohl jemand drauf, dass ich weine. So, warte mal, hier kann man nicht drüber. Da ist eine Lampe. Da ist zu. Ich probier's jetzt nochmal mit einem ganz vorsichtigen Schlag an die Wand. Also war zum ersten Mal war nichts dahinter. Und ich denke, hier wird auch nichts dahinter sein. Das sind anscheinend Kickstarter-Bäcker, die sich hier, in Zeichnungen unter den Händen durch, die in Zeichnungen verewigt wurden. Kommt er dahin durch die Tür, durch die ich mich schon gerade durchschlagen wollte? Das ist doch der vordere Bereich, oder? Das ist, glaube ich, der Bereich, wo ich hin wollte. Nee. Ja, die kommen dadurch jetzt. Okay, warte mal, ich hole mir schnell die Pfeile. Das... Nee. Ich bin wieder im komplett anderen Teil vom Krankenhaus. Bin ich um eine Ebene höher, kann das sein? Warte mal, ich gehe mal hier in den Außenbereich. Ja, ich bin eine Ebene zu hoch, deswegen. Das habe ich eben von oben gesehen. Da stand ich da unten und hier oben hat es geklopft wie bescheuert. Das ist auch gar nicht Ah, geil. Oh.
Nein. Oh, da ist er. Na? Mein Kleiner? Sorry. Das ist ja so eine Großaufnahme, die auch noch nicht. So, wie komme ich hier raus? Noch. Hier geht's wieder raus. Gib mir mal meine Pfeile wieder. Uah, das sieht aber aus. Nein, den Stuhl wollte ich nicht aufnehmen. Egal, kann ich gleich scrappen. Das Krankenhaus ist jetzt ein Dungeon geworden. Locked. Das ist ja irgendwie cool gemacht, finde ich. Ich glaube... Nee. Ich dachte, das wäre das Zimmer, wo ich eben drin wäre. Dann wäre hier der Vorhang weg. Vor dem sowieso nicht hier. Pistole? Ja. Stinkiges Wasser, auch nicht schlecht. So, die sind beide offen. Oh, guten Tag. Ich hätte gerne meine Pfeile wieder. So. Wie es im Krankenhaus weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge, denn wir sind bei 26 Minuten, aber wir sehen uns morgen früh um 7 wieder zu einer weiteren Folge. Und wenn ich an euren teilweise, also ich will das natürlich nicht verallgemeinern, wenn ich daran so ein bisschen Kritik äußere, dann müsst ihr mir das genauso lassen, wie ihr an mir Kritik äußert. Denn ich mache das jetzt um Spaß und ich habe jetzt zum Beispiel gerade gearbeitet, bin gerade von Arbeit gekommen, setze mich hin, nehme jetzt hier auf und habe dann über den Tag so ein bisschen hier 150 Kommentare, glaube ich, quer gelesen, die ich die letzten Tage nicht geschafft habe. Das muss einfach mal sein. Ich muss das sagen, damit ich das loswerde, dann fühle ich mich besser und ihr wisst, woran ihr seid. Also, habt euch lieb, bis zur nächsten Folge. Tschüss.